willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr seht mich gerade überhaupt, weil ich filme gerade mit meinem Handy. Ich habe zwar meine Vlogkamera auch dabei, aber die ist leider speicherkartenlos. Deswegen bringt mir das gerade überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht mal, in welche von diesen drei Kameras ich hier gucken soll. Ich versuche einfach mal, jede einmal zu nehmen. Und dann werdet ihr vielleicht erkennen, in welche ich gucke. Ich versuche es gerade im Dreieck. Keine Ahnung, ich versuche einfach irgendwie in die Mitte zu gucken. Wir sind gerade im Auto. As you can maybe see. Hi. Wir fahren nämlich jetzt nach Österreich. Und wir fahren nach Österreich, um Ski zu fahren. Und ich freue mich so. Ich war einfach seit 2015, da war ich auf der Skifreizeit in der Schule, nicht mehr Skifahren. Danach bin ich nur noch Snowboard gefahren. Kann ja was werden. Aber jemand hier boykottiert meinen Snowboard-Konsum. So stimmt das nicht. Ich bin kein Snowboard-Fan. Gebe ich offen zu. Aber du darfst doch Snowboard fahren, wenn du unbedingt willst. Das ist total nett von dir. Nein, ich habe meine Snowboard-Schuhe. Ich habe keine Rücksicht auf dich. Ich habe meine Snowboard-Schuhe zu Hause gelassen. Das heißt, ich werde mal wieder versuchen, Ski zu fahren. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber ich weiß noch, dass mir Skifahren einfacher fiel als Snowboard fahren. Und ich glaube, ich bin einmal in meinem Leben Ski gefahren. Und zwar auf der Skifreizeit in der 10. Klasse, eine Woche lang. Und da bin ich ziemlich schnell, ziemlich gut geworden. Tier. Ich schwöre, ich war Tier. Ich war nachher in der fortgeschrittenen Gruppe. Von den Anfängern zu den Fortgeschrittenen, okay? Also das muss er erstmal schaffen innerhalb von 5 Tagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal wieder versuchen, Ski zu fahren. Und dann am Ende gucke ich, was mir besser gefällt. Skifahren oder Snowboard. Vor allen Dingen, was ich besser kann. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das so komplett verlernt habe. Aber eigentlich ist das ja wie Fahrradfahren, oder? Ich meine, im Sinne von, das verlernt man nicht. Fahrradfahren an sich verlernst du nicht. Und Skifahren auf einer geraden Strecke verlernst du auch nicht. Immer bergab zu fahren, macht es ein bisschen schwieriger, weil da musst du bremsen. Es ist eigentlich wie Fahrradfahren, aber... Meinst du Pizza bremsen? Nein, beim Skifahren ist das Problem, dass es viel auf Vertrauen auf dich selbst und auf deine Fähigkeit. Beim Fahrrad, jeder kann eine Bremse bedienen, so. Ach so. Aber bremsen beim Skifahren ist... Ich fahre eh nicht geradeaus so einen kranken Berg runter, bin ja nicht irre. Aber ihr werdet das eh sehen. Ich habe mir so eine neue Action-Kamera gekauft, also so eine GoPro von DJI, weil die GoPros alle so richtig krass kacke Bewertungen überall hatten. Dann dachte ich so, nee, okay, dann hole ich mir das jetzt nicht. Ich habe zwar eine GoPro gehabt irgendwo, aber ich habe die verloren. Die ist einfach nicht mehr existent. Keine Ahnung, wo die sein soll. Die ist einfach weg. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Action-Kamera gekauft. Action-Kamera klingt so richtig dumm einfach. Eine neue Kamera zum Filmen, wie ich Ski fahre. Und dann werden wir alle sehen, wie meine Fähigkeiten von 2015. Das ist einfach sehr... Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin überfordert mit dem Teil. Ready for the snow. Let's go. Let's go. Guck mal übrigens, wie schön diese Wohnung ist. Ich zeige euch die gleich noch. Wir gehen jetzt erstmal in den Schnee. Wir sind nämlich angekommen. Das habt ihr auch noch gar nicht erzählt. Ich bin richtig gut im Vloggen. Let us go. Ich filme gerade übrigens jetzt mit dieser Action-Kamera, von der ich vorhin gesprochen habe. Und die ist nice, oder? Also ich weiß noch nicht, ob sie nice ist. Ich habe das noch nicht richtig ausprobiert. Aber was ich hier so auf dem Bildschirm sehe, finde ich ziemlich cool. Guckt mal, wie wunderschön das Haus einfach von außen auch aussieht. Wir sind auf so einem Bauernhof und die haben hier... Ich zeige euch erstmal den Ausblick, bevor ich hier irgendwas weiter laber. Es ist einfach so geisteskrank. Wir sind übelst weit oben auf so einem... Ja gut, so weit oben sind wir nicht, oder? Aber relativ weit oben auf einem Berg. Und das hier ist der Ausblick. Es ist so krass. Ich bin richtig geschockt einfach. Das ist das Haus, in dem wir sind. Das ist der Biobauernhof, dem das hier gehört. Wir erkunden jetzt mal die Gegend, würde ich sagen. Ich habe auch die perfekten Schuhe einfach dabei. Gar nicht. Die sind eigentlich richtig für den Arsch dafür. Das sind so normale Boots einfach. Die sind absolut nicht wasserdicht. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht einfach. Aber ich fahre auch nie in Schnee. Also was soll ich machen? Ich bin daran nicht gewöhnt. Ich habe keine Ahnung. So ruhig hier. Ich will gar nicht aufhören zu filmen, weil es so schön ist. Aber es ist so inhaltlos für euch Leute. Aber es ist so schön. So kalt ist es gar nicht. Nee, kalt. Meine Atem ist nicht mal. Mein Atem macht nichts. Leute, es ist der nächste Tag und wir sind gerade dabei, uns fertig zu machen, um jetzt Skifahren zu gehen. Ich habe schon mein eines Haargummi drin. Ich besitze nämlich nur ein Haargummi hier. Ich habe einfach komplett vergessen, dass ich Haargummis mitnehmen sollte. Und ich hatte nur eins um mein Handgelenk. Zufällig sogar. Und deswegen muss ich mir jetzt so einen seitlichen Zopf machen. Ich werde auf jeden Fall später nochmal einkaufen gehen und mir mehr Haargummis holen, weil das echt unpraktisch ist. Ich wollte euch aber mal eben eine kleine Roomtour machen. Davor räume ich hier mal kurz ein bisschen weg. Es ist jetzt schon ein bisschen unordentlich hier. Man kommt hier rein, das ist die Haustür. Und wir haben sogar eine Kamera für die Klingel. Total crazy. Hier geht's dann rein zum Badezimmer. Es ist unnormal schön, diese Wohnung. Ich komme gar nicht klar darauf, Leute. Das hier ist die Dusche. Die ist super tief. Und guckt euch mal bitte den Ausblick an.
Es ist einfach irre. Vom Badezimmer geht's dann hier weiter. Das hier ist der Flur quasi. Hier ist ein riesiger Spiegel. Und da ist noch die Toilette, aber da ist Matthias gerade drauf, deswegen zeige ich euch die später. Hier kommen wir dann in den Essbereich. Wartet, kann ich hier irgendwie Licht anmachen? Hier kommen wir dann in den Essbereich, auch unnormal schön. Das hier ist das Sofa, wieder ein echt geisteskranker Ausblick. Fernseher haben wir hier, die haben so hübsche Lampen auch. Und das hier ist die Küche und die Ausstattung von der Küche ist auch so krass einfach. Hier gibt es so unfassbar viel Zeug. Wir könnten sogar Kuchen backen. Wir haben sogar Rührgeräte und solche Sachen hier. Und die Fleischklopfer sehe ich jetzt gerade erst. Also richtig heftig ausgestattet, sogar mit Spülmaschine und alles. Sorry, hallo! Das war jetzt gerade viel zu laut, ne? Nein, ist alles in Ordnung. Ich kann jetzt auch mal das Klo zeigen. Das hier ist die Toilette. So sieht die aus, auch unnormal schön. Und diese Wohnung hat zwei Schlafzimmer. Das hier ist einmal das erste. Das benutzen wir nicht, deswegen ist es auch nicht bezogen. Hier habe ich aber den Schrank benutzt für mein Kamera-Equipment. Und hier liegen so ein paar Sachen rum, die wir nicht unbedingt brauchen. Und eine Tür weiter haben wir dann das richtige Schlafzimmer. Das ist jetzt halt auch schon ein bisschen unordentlich, weil wir da drin gepennt haben. Aber ich glaube, man versteht es ungefähr. Hier ist ein Kleiderschrank, das Bett und hier ist noch ein Balkon. Oh, und da kommt jemand, der kehrt. Das ist der Überhammer. Halleluja, weil die Straße hier ist so krass zugeschneit. Gestern hier hochzukommen war so ein richtiger Kampf einfach. Also es war sehr gruselig. Es hat geklappt, problemlos, aber es war trotzdem sehr gruselig. Und hier ist der Balkon nochmal von außen. Es ist so, so schön. Ich komme nicht darauf klar. Und ich höre jetzt auf zu vloggen. Wir müssen uns jetzt nämlich fertig machen und dann geht's zur Piste und ihr werdet gleich meine ersten Skiversuche sehen. Ich versuche das mitzufilmen und es könnte unangenehm werden. Ich sag's nur mal vorab. Wir sind jetzt da auf dem Berg. Wir sind komplett alleine und... Julia hat Angst. Ich habe richtig Angst. Ich fand das richtig gruselig, gerade schon da runter zu gehen. Also und das zu sehen. Und das hier zu sehen, Leute. Ich sehe nichts, sehe eine Linie. Ich wollte den Abhang sehen können. Das ist ja arschsteil. Das ist eine rote Piste. Ja, ich wollte blau. Wir filmen deine Reaktion, wenn wir später von der schwarzen stehen. Ich bin 2015 das erste und letzte Mal Ski gefahren. Und ich stehe hier. Einmal, ah, Papa, ich hab euch lieb. Fahr mal eine Kurve. Genau. So, und jetzt die nächste. Du kannst breiter fahren, breiter fahren. Breiter, die Piste ist breiter, Julia. Ja, ich bin und hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Sie hat mir gesagt, sie kann Ski fahren. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das war kein Hinfall, das war Absicht. Soll ich mal vorfahren? Ach, ein Glück sind wir alleine auf der Piste. Zu dir. Ich komm lieber zu dir. Fahr du mal. Das war Nummer 3 am ersten Tag auf der ersten Abfahrt. Nein, die ersten beiden waren Absicht. Ob ihr mich überhaupt hören könnt, aber wir sind jetzt in der Hütte und es ist einfach so unnormal leer hier. Es ist nicht normal. Die Pisten sind alle fast komplett leer und dieser Laden hier, wir sind einfach die einzigen Personen in diesem Laden. So kann man sogar Corona-konform auf eine Hütte gehen im Skiurlaub. Absolut. Das ist echt absolut geisteskrank. Alright, Leute. Ich bin jetzt in der Gondel nach unten. Matthias fährt jetzt noch die Talabfahrt, aber ich kann nicht mehr. Ohne Spaß, ich bin so am Arsch. Es hat aber unnormal viel Spaß gemacht. Nach meinem ersten Versuch ist es schlagartig sofort besser geworden. Ich sag's euch. Das erste Mal, als ich auf den Skiern stand gerade und ich die ganze Zeit geschrien hab und hingeflogen bin. Ich bin halt ernsthaft seit 6 Jahren nicht mehr Ski gefahren und es war erst richtig gruselig. Aber ich habe auch nur so geschrien, weil wir alleine waren. Aber ich bin echt froh, dass wir alleine waren, sonst wäre das super unangenehm gewesen. Und das Skigebiet ist generell so unnormal leer. Es war sehr selten, dass andere Leute noch auf der Skipiste waren. Als wir danach nochmal gefilmt haben, wo ich dann auch nicht mehr hingefallen bin. Ich weiß, es sieht immer noch nicht professionell aus, nicht im Ansatz. Aber immerhin bin ich runtergekommen, okay? Ohne hinzufallen. Da waren schon echt viele Leute da. Also sonst war es eigentlich alles komplett leer. Es ist richtig krass. Kein einziger Skilift ist irgendwie voll oder eine Gondel oder irgendwas. Also man hat alles für sich alleine eigentlich, was mega geil ist dafür, dass ich es halt noch nicht so gut kann. Oder nicht mehr. Na, ich konnte es eigentlich nie gut. Ich war einmal auf Skifreizeit und das war
warst. Dafür ist es echt richtig nice. Jedenfalls hat es mir jetzt echt gereicht. Ich bin ja so lange kein Ski mehr gefahren, deswegen tut mir alles weh. Mir graut's vor morgen, ohne Spaß. Ich hab richtig Schiss, weil ich jetzt schon übelst... Also ich habe nicht Muskelkater, aber ich bin mir sehr sicher, dass der kommen wird. Und zwar auch nicht zu kurz. Die Sicht war aber die ganze Zeit echt richtig schlimm. Also man hat fast nichts gesehen. Das hat mich auch nochmal echt doll verängstigt, sage ich mal. Also es hat mich wesentlich unsicherer gemacht, weil ich die meiste Zeit einfach nichts gesehen habe. Außer halt so 5 Meter vor mir. Das, was wir vorhin gefilmt haben, das war richtig gute Sicht. Davor war es so übelst neblig oder weiter oben generell. Matthias kann jetzt wenigstens ein bisschen schneller fahren. Es tut mir übelst leid. Ich bin, glaube ich, richtig langsam. Für seine Verhältnisse vor allem. Weil er halt schon seit er kleines Ski fährt und wahrscheinlich wesentlich schneller fährt, als er jetzt mit mir fährt. Aber ich bin sehr dankbar, dass er nicht einfach vor mir wegfährt. Hier ist eigentlich halt noch sehr viel Berg und sowas. Aber man sieht halt nichts. Ah, und da unten kommt das Ende der Gondel. Deswegen muss ich jetzt aussteigen. Tschüss! Wir sind jetzt wieder unten und ich gehe jetzt das erste Mal in meinem Leben in ein Nipa rein. Und hier soll es angeblich mein Parfum geben. Tada! Wir sind hier! Das ist so verrückt einfach. In Österreich gibt es leider nur Love and Dance, aber auch richtig geil. Wie war der erste Tag Skifahren? Kann nicht mehr. Was tut dir denn weh? Alles! Deine Beine? Ja, meine Arme. Weißt du, warum deine Arme dir wehtun? Weil du immer kein Gas gegeben hast und dann blöd langstöchern musstest. Stöchern. Ich hatte Angst. Stockern. Du kannst auch nicht einfach zu mir sagen in dem tiefen Nebel, ja, fahr mal Schuss, da vorne wird's nicht mehr steil. Das habe ich einmal gemacht und habe mich voll auf die Fresse geflogen. Hast du ein Shopping-Haul gemacht? Leute, wir haben Nudeln, Tomaten und Feta-Käse gekauft. Was steht auf dem Balkon? Gösser! Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin gespannt, wie es dir morgen Abend geht oder übermorgen Abend. Ich bin gespannt, wie es mir morgen früh geht. Ich bin schon gerädert. Räder, das ist ein richtiger Kackbegriff. Aber jetzt gerade passt der. Tschüss. Gleiche Piste. Neuer Tag, neues Glück. And welcome to day 3 of skiing. Letzte Tag und ich habe so unnormale Schmerzen in meinen Füßen. Konnte aber nicht mehr weiterfahren. Es ist einfach erst 11 und ich fahre jetzt nach Hause. Ich fühle mich so unnormal schlecht für Matthias, weil er jetzt alleine fahren muss, aber es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, ob diese Skischuhe einfach nichts für mich sind oder ob ich einfach zu wenig Training habe. Die letzten Tage hat es eigentlich immer Spaß gemacht und ich konnte auch immer länger fahren, aber ich habe schon immer relativ dolle Schmerzen gehabt. Teilweise ging es dann, wenn ich sie lockerer gemacht habe, aber wenn ich sie dann zu locker hatte, dann ist es halt auch so unnormal anstrengend gewesen, weil ich keinen Halt in den Schuhen hatte. Also zu wenig auf jeden Fall. Und jetzt habe ich sie wieder festgemacht und es ging einfach nicht. Ich fühle mich so dumm einfach. Ich fühle mich so richtiger Versager gerade irgendwie. Es ist ganz schrecklich, weil normalerweise, ich hasse es halt wirklich, irgendwas nicht zu können oder zu verlieren oder weiß ich nicht was. Und wenn ich mir dann einfach eingestehen muss, dass ich abbrechen muss, Ski zu fahren, weil meine Füße zu doll wehtun, das ist halt echt schon nicht erniedrigend, weil warum soll es erniedrigend sein? Ich habe halt Schmerzen, aber das ist so frustrierend, weil ich hatte eigentlich echt richtig toll Spaß am Fahren, wenn diese Schmerzen nicht wären. Die haben es mir halt echt jetzt richtig hart kaputt gemacht. Aber ich kann einfach leider echt nichts machen. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir jetzt doch ein Snowboard ausleihe, weil ich ja eigentlich dann die letzten Jahre im Snowboard gefahren bin und da habe ich keine Schmerzen in Erinnerung zumindest. Aber ich habe auch meine eigenen Snowboard-Schuhe nicht dabei und jetzt für den letzten Tag
Tag das noch zu machen, weil meine Füße eh so wehtun. Ich glaube, das wird es dann auch nicht besser machen. Oh, am liebsten hätte ich einfach so einen Bob oder so und würde neben ihm herfahren. Mit einem Schlitten. Oder mit so einem Teller-Ding, was du einfach unter deinen Po klemmst und dann damit darunter düst. Würde ich alles so gerne jetzt machen, aber du darfst halt nicht in die Lifte ohne Skier oder Snowboard. Und da komme ich halt nirgendwo hin. Deswegen muss ich jetzt leider unten bleiben. Ich glaube, ich gehe gleich trotzdem mal irgendwie in so einen Laden und gucke nach Schneeschuhen. Vielleicht kann ich ja Schlitten fahren gehen. Oh mein Gott, das ist so tragisch. Ich fühle mich so kacke gerade. Naja. Leute, es ist ein bisschen später, beziehungsweise um einiges später mittlerweile. Ich habe mich gerade mal kurz ins Bett geflatscht und es geht mir schon so viel besser. Ich war duschen vorhin, habe mich ready gemacht, also ich habe mich geschminkt und meine Haare ein bisschen gemacht, damit ich nicht mehr so kacke aussehe und mich irgendwie ein bisschen besser fühle. Ich bin nicht mehr auf die Piste gegangen, wir haben uns vorhin nur kurz getroffen, um was zusammen zu essen auf einer Hütte unten, weil ich konnte ja nicht mehr hoch. Und jetzt gerade habe ich mich kurz hier hingelegt und es ist gleich 16 Uhr und der letzte Lift fährt, dann hole ich Matthias ab und wir gehen noch Schlitten fahren. Beziehungsweise ich habe so Teller-Dinger gekauft. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Tellerrutscher, Tellerschlitten. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin irgendwie ein bisschen sad, dass ich jetzt heute nicht mehr fahren konnte. Aber andererseits ist es auch okay, weil ich bin die letzten Tage gefahren. Ich hatte gestern auch nochmal viel Spaß. Ich hatte vorgestern und so nochmal viel Spaß. Aber heute ging es einfach irgendwie nicht mehr, weil es einfach zu viel war. Diese Schuhe haben einfach so extrem gedrückt und das so viele Tage hinterher. Es waren nur 3 Tage eigentlich. Aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr sportlich genug im Moment. Und ich sehe da hinten, wie Leute Skifahren. Von hier aus. Sieht so geil aus. Ich werde die letzten Tage positiv in Erinnerung behalten. Heute vergesse ich einfach. Das ist nie passiert. It just didn't happen. Ich möchte diesen Urlaub positiv in Erinnerung halten. Gestern war cool. Gleich Schlitten fahren wird auch cool. Urlaub war cool. Keine Probleme. Der letzte Skitag ist vorbei. Und jemand ist traurig. Hier gibt es ziemlich viele Berge. Deswegen haben wir gedacht, komm, lass mal einfach Schlitten fahren gehen. Es ist halt sehr tief. Ich weiß nicht, ob es zu tief ist. Wir haben beide nicht so besonders gute Schuhe dafür an. Sind deine extra wasserfest und dafür? Ja. Echt? Ja. Also Schlittenfahren sind jetzt nicht Schlittenfahren. Das ist hier eigentlich so locker. 70 Euro hat dieses Stativ-Ding hier gekostet. Das einzige, was es bei Saturn gab und es ist einfach absolut arschlocker. Hallo. Warum wusstest du eigentlich, dass das hier meins ist und das deins? Oder wieso hast du das entschieden? Weil das hier besser ist. Jetzt ist es besser? Das hat nur einen kleineren Arsch. Entweder bleibst du stecken oder du rast komplett da vorne in so einen Höcker rein. Ja, komm, mach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist sehr weit gekommen. Das funktioniert absolut gar nicht. Ich schieb einfach nur Schnee vor mir her. Ich glaube, wir müssen erst eine Bahn bauen. Kannst du mal abhauen mit deinem Kackschnee? Das ist... Oh, ich hab Fäustlinge an, das ist nicht fair. Ich kann überhaupt nichts machen. Du kleine Potsau. Eklig, ha? Ich glaube echt, wir müssen erst mal eine Bahn bauen. Ich baue uns jetzt eine Bahn. Matthias probiert jetzt meine gebaute Bahn. Viel Glück. Hey! Naja, also hat doch fast funktioniert. Ich habe trotzdem irgendwie mehr erwartet. Bin von der Piste abgekommen. Eigentlich müssen wir noch Schneeengel machen. Also ich finde die Schneeengel so schön geworden. Wir können von dem Berg da fahren. Hinter dir, lass mal machen. Kleine Straße. Jetzt kriege ich die 3-4er.